Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und ja, klar, was kommt heute hier? Genau, Sonne, Mond, Sturm am Firmament. Das quasi, ja, letzte ganze Display, was ich euch hier irgendwie öffne, auf diesem Kanal, denke ich. Denn wir öffnen hier und heute in diesem Video öffnen wir 18 Booster und in der Woche darauf öffnen wir wieder 18 Booster von Sonne, Mond, Sturm am Firmament. Ziemlich cooles Set, sehr, sehr geniale Puls haben wir bis jetzt gemacht. Sehr, sehr viele Full Arts gezogen, aber es gibt auch sehr, sehr viele Full Arts. Ich glaube, es gibt um die 20 verschiedene Full Arts in dem Set alleine. Und es gibt auf jeden Fall 20 oder mehr Secret Rares. Also es ist ein bisschen dramatisch, wie riesig dieses Set an sich einfach ist. Und am allermeisten erhoffe ich mir immer noch irgendeinen coolen Rayquaza-Pull. Sei es Rayquaza, Full Art oder natürlich Rainbow Rare. Das wäre mein Nonplusultra. Ich liebe Rayquaza. Sehr, sehr doll. Genau, deswegen hoffe ich, dass wir hier irgendwas in der Richtung ziehen. Schaut mal bei www.tradingcardgames.at vorbei. Dort habe ich nämlich diese Displays hier bestellt. Überhaupt. Genau. Und echt genial, dieses Set. Es ist am 3.8. rausgekommen. 2018. Und ja, wir lassen uns einfach mal überraschen von diesen hoffentlich genialen Puls, die wir machen werden. Und wir haben in den vorherigen Displays haben wir schon einige Rainbows gezogen, tatsächlich. Und, oh, jetzt wollte ich fast den falschen Kartentrick machen. So, genau, haben wir einige Rainbows gezogen. Aber so ganz meine Wunsch-Rainbow haben wir noch nicht gezogen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering, da es, glaube ich, 12 oder 14 Rainbows gibt. Also ist da die Chance, glaube ich, so 5% gewesen in diesen gesamten Displays oder so. Oder 10 vielleicht. Genau. Aber wir werden sehen, was passiert und was wir vielleicht noch pullen. Vielleicht ist es auch einfach ein oder zwei sehr coole Full Arts. Das wird mir schon absolut reichen. Kyogre hier als Reverse ist schon mega nice. Schon für den Anfang. Okay. Okay. Wir werden sehen. So, hier haben wir Samurzel, Perlu, Thumpy und Fritzelblitz, Flemmli, eine Kampfenergie, Wanderer, Energieumschalter, Regenbogenpinsel, Kapaloris ist die Reverse, schon wieder eine Sternen-Reverse, sehr cooles Pack, also auch wieder hier. Und eine Holo gibt es noch obendrauf mit Lunastein. Sehr cool, Lunastein, nice. Es gibt sehr, sehr viele Holos in dem Set, es ist schon echt verrückt. Ich weiß gar nicht genau, wie viele, aber ich glaube, ich habe schon 18 verschiedene gesehen, ungefähr. Und ich weiß nicht, wie viele noch kommen mögen. Sehr nice. Schon mal für den Anfang. Aber wir wollen natürlich die Wand da hinten mit den GX-Karten pflastern. Oder auch Trainer Full Arts oder Secrets. Das wäre auch nochmal nice, wenn wir vielleicht hier eine Secret Rare Trainerkarte oder so rausbekommen könnten aus diesen, ja, aus diesem Display. Oder vielleicht nochmal irgendwas herausfinden könnten, wie viele verschiedene Prismas es jetzt wirklich in diesem Set gibt. Denn ich meine, es gibt 5 und es sieht irgendwie nicht so aus. Weil wir bisher nur 3 verschiedene gezogen haben. Ist irgendwie ein bisschen strange. Tali, Metank, Meteno ist die Reverse und Leute, Colossand GX. Sehr cool. Mit gespenstisches Licht, Lebensverkoster und Sandfurcht GX. Ich mag Colossand sehr, sehr gern als Pokémon. Ich finde, es eine coole Idee. Einfach so eine Geister-Sandburg. Nur das Problem ist einfach, dass die Kartenprints nie wirklich Bombe sind. Also megamäßig gut spielbar ist es nicht. Aber es ist cool. Man kann schon irgendwie was damit anfangen. So, unser erster GX-Pull hier in diesem Video. Sehr genial. Sehr gut. Ich bin gespannt, ob wir aus diesen ersten 18 Boostern noch irgendwas anderes Cooles rausziehen können.
Ich denke aber schon, also eine GX müsste ja auf jeden Fall noch drin sein. Aber es könnte auch mit Glück vielleicht noch eine Full Art oder noch eine GX oder irgend sowas drin sein. Toi, toi, toi. Liebeskuss. Gag Arbor. Eneko. Weberwack. Kindwurm. Ein sehr schönes Artwork. Hier haben wir eine Finsternisenergie. Der Notgürtel. Ganz verrücktes Item irgendwie. Wenn man 30 oder weniger KP hat auf dem Pokémon, dem das angelegt ist, dann kann man 60 Schadenspunkte dem Gegner mehr zufügen durch einen Angriff. Das ist schon echt viel. Tropius. Pupita. Regice. Okay. Hidoki. Rayquaza. Oh, du legendäres Pokémon, beschere mir gute Puls. Ups. 1, 2, 3, 4. Folge 2 davor. Und wir haben hier Tanheel. Spoink. Pupans. Wingull. Meditier. Eine Psychoenergie. Regenbogenpinsel. Aprikoko Hersteller. Donphan. Sneebel Reverse. Ups. Und Lepomentas Epicness. Nein, Lepomentas ist eine interessante Karte. Sag ich mal so. Finde ich die interessanteste in dem gesamten Set. Ehrlich zu sein. Also wer daraus ein Deck baut, der das wirklich gut funktioniert, gegen eigentlich bewiesene gute Decks gewinnen kann, der ist ein Meister im Deckbauen. Fleckmark, Lavita, Flurmel, Knuffenser, Weimar, eine Pflanzenenergie, eine Reptine, Landhorn, Draschel, Krakelo, Farblos, Voltenso, Armee. So, ne? Weiter geht's. Wow, das habe ich aber zerfetzt. Ist ein gutes Omen oder ein schlechtes? Habe ich Rayquaza erzürnt oder... Wir werden sehen. So, hier haben wir Choupette, der geckig zu uns rüber die Zunge rausstreckt. Hydropi, Flemmli, Flummel, Tuska. Dann haben wir ja eine Stahlenergie, Tropius, Wanderer, Energieumschalter. Deoxys ist die Reverse, das ist schon mal sehr cool, ist auch ein Stern. Ach, und Groink ist die Stern im Pack. Ja, also bisher haben wir nur eine Holo und eine GX gezogen. Das ist noch nicht viel, aber wir sind ja auch noch lange nicht fertig. Noch lange nicht. Noch lange nicht. So, Leute. Wir haben hier Schneckmark. Woo. Lavita. Flummel. Knurrfenser. Weimar. Eine Wasserenergie. Xenia. Ultraball. Tausch. Superanziehungskraft Reverse. Und Leute, Tangulist GX. Puh, sehr cool. Tangulist. Mit Perplex, Sondersensor und Hülle des Frevels. Tangulist finde ich eigentlich ganz gut spielbar. Man muss nur gucken, wie man das irgendwie vernünftig vielleicht kombiniert, damit man es schnell entwickeln kann. Irgendwie gute Tangulist. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. So. Und next one. Und wir haben Choupette. Diesmal ein anderes Artwork. Hydropi. Alola, Radfratz, Bummels. Geweiher. Eine Elektroenergie. Und hier Draschel, Notgürtel. Choreogel, Elektrotyp. Ein Kecleon, Aggregatfarbe 2. Und Deoxys in der Verteidigungsform. Okidoki. Okidoki. Was ist hier los? So. Und hier haben wir. So. Kippt alles hier neben mir um. Eine Frechheit. So. Sneebel. Samurzel. Schluppuck. Samurzel. Tanne. Feuerenergie. Expedition ins Unterirdische. Meteno.
Und hier haben wir Jungblut. Sehr nice, das Artwork. Flummel ist die Reverse und die Stern ist Kyogre und die ist auch Holo. Sehr schön. Das zweite Kyogre, was wir hier aus diesen gesamten Displays erst gezogen haben. Genau. Es liegt einfach daran, dass es echt endlos viele Holos gibt. Und endlos ist nicht übertrieben. So. Hier haben wir ein Schuppet. Schon wieder. Hydropi, schon wieder. Ein Oderradfahrt. Bummels, Geweiher. Kampfenergie. Tausch. Reptine. Landhuren. Köderball ist die Reverse. Und Katagami die Stern. Okay. Zwei Holos, zwei GX. Wir haben noch ein paar Booster. Nicht viele, aber ein paar. So, Gag-Arbor. Eneko, Weber, Rack, Kindwurm, sehr cool. Eine Steinenergie. Ein Dummiese. Letzte Chance-Trank. Schluckweg. Inomiese. Reverse. Und die Stern ist Sumpex. Okay, für dieses Video haben wir noch ein paar Packs. So 4 oder 5. Mal gleich sehen. So. Ja genau, eine Prisma fehlt zum Beispiel noch für diese Hälfte des Displays. Theoretisch könnte da noch einen drin sein. Lutwurzel, Fampi, Wingull, Gag-Arbor, Voltoball, eine Finsternis-Energie, Jungblut, Xenia, Ultraball, Lombrero ist die Reverse, okay. Und Weilord ist die Stern. Mhm. 5 Booster noch, genau jetzt. Na, richtig, oder? So. Kommt schon, wo sind die coolen Puls? Jo. Hier haben wir Gag-Arbor, mal wieder. In Neko, im Feberak. Kindwurm und lass mich rein, Kindwurm. Genau. Ja, also die Common Cards, ihr seht's, also die Kreiskarten, die sind sehr ähnlich immer reinsortiert. Die haben ein ganz bestimmtes System. Pupans ist die Reverse und die Sterne ist Regis. Genau. Ah, das Pack habe ich ja total zerstört. Schade, schade. So. Und hier haben wir Hydropi, Flemli, Flurmel, Tuska, Liebeskuss, Feenenergie, Schluckweg, Expedition ins Unterirdische. Oh, ein paar Karten sind runtergefallen. Naja. Meteno, Solgaleo, sehr cool als Reverse. Die habe ich, glaube ich, noch nicht als Reverse gehabt. Und Desporter als Holo. Sehr nice. Bis jetzt auch nur einmal gepult. Sehr schön, dieser Pult. Oh, neben mir ist das absolute Chaos, Leute. Zum Glück. So. Super nice, diese Holo. Ja. So. Hier haben wir Logok. Also haben wir jetzt noch nur Holo gepult. Okay. Also könnte jetzt noch eine Holo drin sein, eine Holo oder besser. Spoink haben wir hier. Fritzelblitz. Geweiher. Onyx. Perlu. Elektroenergie. Kurtel. Köderball. Regenbogenenergie. Oh, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Nachahmerin ist die Reverse. Und Deoxys Holo. Sehr cool als Holopol. Allerdings kann das bedeuten, dass wir keine andere Holo mehr ziehen. Oder besser. Knappe Kiste hier, zwei Booster Packs. Ich glaube, dass wir hier keine weitere GX mehr aus diesem Part rausziehen. Glaube ich. Das heißt aber nichts.
aber vielleicht was anderes Gutes. Hydropie. Und Flemmli. Flummel. Tuska. Liebeskuss. Pflanzenenergie. TV-Reporterin. Dumiesel. Letzte Chance Trank. Und Latias. Prisma. Sehr, sehr cool. Diese Prisma. Latias mag ich sehr gern. Finde ich sogar fast die am besten spielbarste. Und Deoxys in der Speedform. Okay, und das war erst das vorletzte Booster. Das heißt, einen Booster haben wir noch. Einen Booster haben wir noch. Für diesen Part, für dieses Video. Okay. Ich bin bereit. So, wenn wir jetzt hier nichts Gutes mehr aus diesem Part ziehen, dann ist das so. Das heißt aber, dass dieser Part extrem gut sein kann. Wir werden es gleich auf jeden Fall irgendwie, also wir werden es nächste Woche dann in einem Opening-Video sehen, wie gut dieser Part wirklich ist. Und ich schätze, dass es sehr krass wird. So, Sonnenfell, Lebenskräuter, Himmelturm, Meditier Reverse und Regirock ist die Stern. Okay, das waren nicht so super. Also, es war eine nicht so super Ausbeute. Muss ich sagen, für 18 Booster Packs ist das sehr, sehr low. Hier. Natürlich sind wir so im Schnitt geblieben mit den vier. Also mit den. Ja, mit den besser als Holopuls hier. Und eigentlich sind die auch ziemlich cool. Deoxys, Desporter und Kyogre auf jeden Fall. Die finde ich sehr nice. Die Prisma-Stern ist tatsächlich, glaube ich, fast mein Lieblingspol von allen. Und ja, dann kommen. Ja, Tangulus finde ich auch noch gut. Kolossand, so lala. Genau. Also alles in allem, aber ein ganz solider Part. Und ich schätze gerade, und deswegen hoffe ich echt, dass es so ist. Und bin da schon mega gespannt drauf, was der zweite Part hergeben wird. Leute, ich glaube, der wird richtig bombastisch. Denn wir haben nur 2 GX gezogen. Das heißt, dass mindestens, ich schätze, 3 oder so noch in diesem Display drin sind. Und wenn nicht davon sogar mindestens eine noch eine Full Art ist, dann weiß ich auch nicht. Wir werden es sehen, Leute. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Freut euch hammermäßig auf den nächsten Part hier. Auf die zweite Hälfte des letzten Displays hier. Von Sonne, Mond, Sturm am Firmament. Ich wünsche euch mega viel Glück und Erfolg bei euren eigenen Openings jeglicher Art und natürlich auch besonders bei Sonne, Mond, Sturm am Firmament. Euer Pokémaniac wünscht euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.